Ja, Mahlzeit zusammen. Da sind wir wieder. Zurück bei Splinter Cell Blacklist. Wie wir beim letzten Mal gesehen haben, ganz böse Terroristen haben Amerika angegriffen. Und wir Patrioten, wir sind die Haarspitzen, haben uns hier mal gerade so einen Flieger zusammengeschustert und machen uns auf Terroristenjagd. Und versuchen halt diese ganzen Anschläge und so weiter und so fort, den ganzen Gerümpel zu verhindern. Und ja, dafür müssen wir hier unser riesen iPad anwählen und ich mal sagen, machen wir mal die erste Mission. Und die war, wo war sie nur? Ja, nehmen wir mal hier das rote. Interessanter Bericht, Briggs. Erzählen Sie mir mehr darüber. Ja, voll interessant. Vermutlich steht das 2.11. September bevor. Neu starten. Was passiert da in Benghazi? Ganz viel Zeug. Mein Kontakt ist in einem CIA-Unterschlupf. Da ist jemand, der Informationen über Guam hat. Sie geben ihn aber erst frei, wenn er verhört wurde. Festgenommen? Negativ. Er ist in ihr Büro spaziert. Ist nicht möglich, dass es ein Spinner ist, der einen kranken Humor hat? Verheimlicht ihr etwas? Sein Name ist Andrew Coben. Sagt euch das was? Bäh. Sam. Hey, Moment. Kennen wir den Kerl? Es stellt sich nur eine Frage. Warum sollte sich ein gesuchter Waffenhändler der CIA stellen? Und das nach Guam? Weil das kann. Wieso überlassen wir es nicht der CIA, ihn zu verhören? Vergiss die Jungs von dem Laden, Briggs. Du bist jetzt in unserem Team. Genau, du spielst bei uns mit. Sei ruhig. Sicher. Verpasse ich gerade was? Er ist die einzige Spur zu den Engineers. Niemand verhört ihn außer uns. Wer ist Andrew Coben? Andrew Coben. Hat mal so getan, als hätte er meine Tochter umgebracht, um mich zu erpressen. Wow. Und wieso lebt er immer noch? Gute Frage. Ja, das war Conviction in einem Satz. Grimmig gucken tun wir. Frag nicht so doof. Ja. Ich meine, wenn wir anhalten, ist ja quasi Spiel vorbei. Wir haben ja nur die eine Mission. Dann, Zeig mir den Unterschlupf. Was da? Das ist eine üble Gegend. Oh ja. Ich weiß. Komisch, was? Normalerweise sind CIA-Einsätze im Mittleren Osten doch viel besser für alle zu erkennen. Konzentrieren. Am besten durchquerst du hier den Bazar. Auf dein Zeichen verlässt mein Kontakt den Unterschlupf und du hast danach freien Zugriff auf Coben. Auf Bildschirmen sieht es nie schwierig aus, Grim. Genau. Damit das klar ist, Sam, unser Ziel lautet, den Mann zu befreien. Und zwar lebend. Jetzt du. Zeig mir die besten Beobachtungspunkte. Die beste Sicht hätte man hier und da. Sieht gut aus. Schnapp dir was Schallgedämpftes. Soll ich für Feuerschutz sorgen oder ein Ziel ausschalten? Charlie, du musst uns einen fahrbaren Untersatz besorgen. Was Unauffälliges. Ein Transporter. Geht klar. Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Such lieber einen geeigneten Punkt für die Exfiltration. Irgendwo hier. Soweit alles klar? Behalt euch mit den Vorbereitungen. Alles klar, keiner weiß Bescheid. Cockpit, wir fliegen nach Benghazi. Hey, auf in den Mittleren Grim Osten. Grim sagt, dass Coben am Leben bleiben muss. Keine Toten. Benutze Rauch- und Blendgranaten. Ja, keine ja. Splittergranaten. Ja, ja, keine Toten. Ist okay. Habe ich verstanden. Ja, Ausrüstung. Haben wir da schon... Ja, ist doch. Was willst du denn? Keine Toten. Das ist ja langweilig. Oh, neues Höschen. Komm, hopp, rein damit. Kaufen und ausrüsten. So. Ja, da haben wir schon. Da haben wir auch schon. Ja, warum ich neu starten musste, ich habe eben vergessen, Flaps anzumachen. Deshalb, ich habe ja hier den Torso, habe ich mir schon geholt. Und ne? Aber ist nicht viel passiert. Mir ist das relativ frühzeitig eingefallen, als ich so. Ne? Da oben links, da ist so eine rote kleine Zahl und die habe ich dann irgendwann vermisst und gedacht, hey, Moment, da fehlt doch was. So, und deshalb musste ich jetzt nochmal neu starten, aber das macht nichts. So, wir gehen zurück und nochmal zurück und sollen keinen töten und deshalb beenden und Mission starten, Junge. Auch im Mittleren Osten. Wo ist der beste Ort für einen Amerikaner nach einem Terroranschlag? Der Mittlere Osten. Vielleicht können wir ein bisschen Öl mitnehmen, wer weiß das schon. Lagebericht. Wir haben ein Problem. Ich versuche, seit du dort bist, meinen Kontakt anzupingen. Keine Reaktion. Aha. Briggs, hast du Sichtkontakt zum Versteck? Bin gerade angekommen. Sieht nicht gut aus. Auf dem Platz sind überall Milizen. Junge, gib mal her.
Komm, tausche coole Fliegersonnenbrille gegen AK. Hä? Was hältst du davon? Dann halt nicht. Dann ist, Feilchen ist halt auch nicht mehr, ne? Die neuen 4K-Modelle. Da hätte ich auch keinen an von. Magst du meine Sonnenbrille haben? Ja, gut, dann nicht. So. Was mit dir? Da oben geht Party und du gammelst hier rum. Ich betrete den Platz. Die Milizen blockieren den Vordereingang. Sam, soll ich einen Positionswechsel durchführen und zu dir stoßen? Behalt den Platz von Südwesten her im Auge. Bestätigt. Rücke vor. Grim, versuch's weiter. Meld dich, wenn du die Kontaktperson erreichst. Okay, also Briggs hält fein die Klappe und bleibt, wo er ist. Und Vordereingang ist blockiert. Wäre ja auch zu einfach. Dann gehen wir halt hier hinten rum. So. Flöpp. Auf in den libanesischen Mediamarkt. Mahlzeit. Kann ich Toilette helfen? Haben Sie eine? In der Gasse. Ja, natürlich ist die Toilette in der Gasse. Nur ein wahnwitziger Irrer würde die Toilette ins selbe Haus bauen. So, raus hier. Schwupp. Mahlzeit. Einmal Öl wechseln und Unterbodenwäsche bitte. Schukran. Plöpp. Ja, willkommen. Das schönste Klo von Libyen. Neuigkeiten von der Kontaktperson? Negativ. Überall Milizen, Sam. Ich sagte, das würde kein Spaziergang. Genau. Oh, der Weihnachtsbaum ist auf Reise. Oh, erstmal Riggs, hocken. Status. Bin noch in Bewegung. Ich sehe jede Menge Milizen da unten. Könnte laut werden. Okay. Wir werden so leise wie möglich sein. Ja, ich wenn gehe zum Seiteneingang. Das ist das amerikanische Essen. Die von der CIA fressen. Ach hier, guck mal. Das Spiel will mir unaufdringlich wieder was beibringen. Ja, nächste Deckung. Ich kann meine Maus nicht bewegen. Ja, dann habe ich beim letzten Mal schon gerafft, aber ich mach mal. Mhm. Ja, hier so, nee, wir sollen ja nicht töten. Ich darf ja keine Toten. Wir könnten ihn fragen, wenn er nicht tot ist. Wenn wir ihn fragen könnten, wäre er sicher deiner Meinung. Bist du witzig? Blöd. Wie lange müssen wir draußen warten? So lange, wie es sein muss. Wir überwachen die Ausgänge. Okay, der so. Wird sofort erschossen. Keine Frage. Nee, so. Keine Gefangenen. Und den? Viel zu kompliziert. Besonders amerikanische Großmutter. Dann soll ich jetzt hier hin. Recht. Ich habe mir irgendwie den Rücken verreckt. Ja, und es hier geht zurück. Briggs, kannst du erkennen, was sich im Unterschlupf befindet? Negativ. Bin noch in Bewegung. Okay. Keine Zeit. Ich gehe jetzt rein. Vielleicht verstehen die Amis was anderes unter nicht tödlich als ich. Und wir räumen hier mal wieder auf. So. Der bietet sich ja quasi an. So. Rein mit dir. Flop. Den Fuß, den sieht niemals jemand. Komm, dann tun wir den hier auch noch. Dann tun wir den jetzt hin. Einfach mal von der Bildfläche weg. Hier so in den... Nee, kann ich nicht. Ach komm, dann hier. Hopp. Dein eigener kleiner Laden. Bitteschön. Mach's gut. So. Jetzt gehen wir hier. Dann machen wir so. Genau, erstmal drunter gucken. Mhm. Da ist einer. Da ist einer. Sonst ist jetzt hier mehr so weniger. Gut, dann ja, Tür auf. Nein, spaziert. F für die Brille. Ja, nee, ist klar. Wofür? Junge, hier drin ist taghell. So, hopp. Da ist noch einer. So. Wir probieren mal was. Das wollte ich nämlich mal getestet haben, bevor, weil so ganz am Anfang ist natürlich, ne, besser als wie... Jetzt quatscht der. Alles klar. Also ich krieg da unten links in der Karte schon angezeigt, wenn einer quatscht. Vielleicht kriegen die das ja mit, wenn ich den ausschalte. Das ist natürlich clever. Aber wir probieren jetzt mal was. Also Test oder Tod in 3, 2, 1. Hopp. Peng. Puff. Paff. Und Feierabend. Ja. Hat funktioniert. Ich wollte mal probieren, ob das funktioniert, wenn ich die... hier so als menschliches Schild und dann die anderen ausschalten kann. Wie wir gesehen haben, das geht. Und der kommt wieder hier rein.
Hör mal, das mit dem Verstecken, das üben wir nochmal. Sonst noch was von Interesse? Nee. Das Spiel ist auch vorbei. Ist klar. Dann gehen wir weiter. Ich denke mir mal, wenn wir hier jetzt dann tun wir hier aber mal so. Ne? Wenn wir schon mal im Mittleren Osten sind, dann können wir auch aktiv gegen den Terror kämpfen. Finde ich jetzt mal. Und schwupp nach oben. Du hast mehrere Ziele vor dir. Eins auf dem Balkon. Ja, kann danke. Ich mich irgendwo reinschleichen? Geh in den Raum rechts von dir, dann aus dem Fenster und am Vorsprung entlang. Gute Arbeit. Alles klar. Danke, dass du mir gesagt hast, was ich eh schon wusste. So, jetzt bewegen die sich. Egal, der geht weg. Hopp, 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 du hast nichts gesehen. Vor die Wand laufen, dann rein. Einfach nur, um den Gegner zu irritieren. Und raus. Und kraxeln. Ah, da steht jetzt auch einer. Das ist ja aber auch jetzt... Na gut, der geht. So. Ich tue mal hier so. Hallo. Ah, da ist ein einladendes Fenster. Hopp. Hepp. Der ist mit Wühlen beschäftigt, dann merkt er auch nicht, wenn wir den hier tun. So, adäquat im Schrank versteckt. Noch einer. Ja, komm. So. Feierabend. Oh, ist der auf dich gefallen? Das deckt mir lädt. Komm, ich mach Licht aus, dann sieht dich keiner weinen. So. Jetzt dann hier so. Hopp. In Position, Sam. Eine Spur von der Kontaktperson? Nicht zu sehen. Verstanden. Okay. So fein gemacht. Kannst du gleich einen Keks holen. Oh, so der. Hopp. Wie wir halt rumrutschen. Wie die kleinen Babys. Ja. Nein, ist noch keiner gekommen. Hey, warte einen Moment. Und keiner merkt was. Und dann. Wenn jetzt nochmal den Rücken dreht, dann. Nein, mehr haben wir nicht. Er wollte nicht reden. Da ist einer, da ist ja, einer. Ja, sie durchsuchen den Rest davon. Da ist einer. Kein Problem. Und hopp, hepp, hupp. Und aufräumen, bitte. Schnipp, schnapp, schnupp. Feierabend. So, du gehst hier. In dein Zimmer und schäm dich. Munition, auch immer gut. Ja. Sonst was von Interesse hier? Super Stereoanlage, aber sonst. Nö, dann können wir ja hier unser Ziel retten. Ich rette dir. Gute Arbeit, Paket gesichert. Verstanden. Falscher Mann. Du hattest bestätigt, dass Corbin hier ist, Briggs. Körperbau, Position. Ich hatte vermutet. Du hast nichts zu vermuten, während ich im Einsatz bin. Sam, was ist los? Der ist Deine tot. Kontaktperson hat sie erwischt. Weitere Milizen nähern sich. Du musst sofort verschwinden. Okay, alle Optionen, und zwar vorgestern. Sekunde. Oh ja, das ist was für mich. Verbind das Telefon mit dem Offset. Ich hack das Billigteil in 0,0. Ja, der Nerd muss richten. Okay, Charlie, ist verbunden. Okay, ja, ja. Na komm schon, Charlie. Erledigt. Wow, da sind vielleicht abgefahrene Pornos drauf. Wir suchen nach einem Ort. Richtig. Verfolge Anruf. Übertrage Ursprungsort aufs Offset. Wow, gar nicht gut. Ist eine Polizeistation. Briggs, klar machen für Evakuierung. Ja, verstanden. Der Transporter setzt Truppen ab. Es sind etwa ein Dutzend. Truppen, wenn der da. Feuerschutz. Ja, mach du mal Feuerschutz. Ich mach hier die Arbeit. So, hopp. Mir ist mal aufgefallen, warum ist hier eigentlich taghell? Ich meine, was waren das noch für Zeiten? Als Wintercell so bei Nacht und Nebel, ne? Wo man hier den noch gebraucht hat. Und hüpf. Diese ganze Kletterei. So Scheiß gibt's die 47 gar nicht ab, ey. Ja, jetzt ist hier wieder
Ja, Leute. Das ist jetzt aber unpraktisch. Ich muss hier durch. Guck mal. Geh doch mal. Geh mal weg. Naja, das finde ich nett von dir. Dann kann ich ja jetzt hier so... So. Hast du gut gemacht. Hoch. Schicke dir eine Abkürzung zur Polizeistation auf dein Offset. Verstanden. Ah, komm, die eine Kugel, die nehmen wir auch wieder mit. Da steht da unten auch wieder einer. Der geht weg. Achso. Unauffällig. Uah. Zack, Sprung ins Knick, Feierabend. Dann packen wir dich direkt. Dann räumen wir dich wieder weg. Ja, also ich weiß auch nicht. Also, das mit den Füßen halte ich jetzt für mehr so verdächtig. Aber wenn das als Versteck gilt, nehmen wir das so hin. Oh, da sind... Verteilt euch und sucht. Oh, da sind aber viele. Da ist und hier ist und... Da ist einer. Ah. Kurz überlegen. Ach, also gut, du kommst her. Das ist ja gut, dann komm mal her. Ja, komm. Trau dich. Hier, bitte. Bisschen Demokratie für den Hals. Nein, nein. Gib mir meine. Verstanden. Suche fortsetzen. Ups. Mein Körper noch auf. So. Hier ist alles okay. Ja. Willis antwortet nicht. Hast du ihn gesehen? Der ist. Willis ist hier. Hopp. Jetzt ist er unten. Okay. Also die KI hat wohl mittlerweile mal. Ups, da kommt schon der nächste. Zack. Zack. Ja. Wenn der jetzt auch noch hier hochkommt, dann habe ich ein Problem. Ich glaube, der sieht den. Geh weg, hier ist nichts passiert. Schnell weg mit dir. Okay, also die KI hat dazu gelernt in den diversen Schleichspielen. Flieg! Die raffen anscheinend, wenn sich einer nicht mehr meldet und gucken dann mal nach, was Phase ist. So. Was sagt er? Keine Ahnung. Mein Libanesisch ist eingerostet. Ja, auch noch einer. Oh, noch einer. Ich glaube, der sieht den, wenn er da jetzt tot umfällt. Da aber nicht. Ich wollte aber die Pistole wieder haben. Und der da sieht den aber vielleicht. Wieso kann ich nicht? Ich will da hinten an die Ecke, Junge. So, Schicht im Schacht.
So, zurück zu uns beiden. Es gab da ein Problem. Okay. Oh, da ist noch einer. Siehst du da drüben was? Nein, hier ist gar nichts. Überhaupt nichts. Wie sie sich gegenseitig stecken, das ist ja herrlich. Hey. Hier ist nichts. Trennen wir uns, so sichern wir einen größeren Bereich. Ja, das ist eine gute Idee. Flop, flop. So. Bereich gesäubert, würde ich sagen. Wir nehmen die Treppe. So viel rumspringen ist ja auch ungesund. So, und wieder hier hoch. So. So. Sam, da ist jemand, der ganz oben auf Langleys Fahndungsliste steht. Wenn du ihn festsetzt, lass ich ihn abholen. Ja, Wahnsinn. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Dann holen wir den halt auch noch mit. Wieso? Ich hab doch... Okay. Dann halt nicht. Auch egal. Hier ist nix. Alles klar. Tür auf. Was mit dem Festsetzen, das muss ich mir irgendwann nochmal genauer angucken. Grim, wie komme ich am besten zur Corbin? Geh runter auf Straßenhöhe. Okay. Ja, kein Problem. Yes. Auch nix. Tür auf. Tür wieder zu. Klöpp, das war nie da. Wieder auf Kampf gegen Terrormodus umstellen. Der verausgabt sich da an der Tür. Könnte vielleicht durch die Fenster. Obwohl, ach, der kommt. Ja, und da der da mit der Tür so beschäftigt ist, hat er natürlich nichts mitgekriegt. Hm? Nicht. Zack. Und dann war es zu spät. Ja. Also, ein bisschen mehr auf den Boden gucken, bitte. Da waren Scherben, natürlich hat er das gehört. Böse Terroristen. Zack. So. Wir präparieren den Tatort. Hopp. Wie er schläft. Schlaf gut. Tschüss. So. Ach, da waren nochmal Scherben. Gut. Dann war ja gut, dass ich den Knips und so, ne? Alles klar, weiter geht's. Tütülü. Da ist einer. Kann ich den
Ach, der. Ach, du, hallo. Ja, komm. Komm. Hier ist niemand. Muss ich mir eingebildet haben. Nein. Guck mal hier in die Ecke. Ich mach Kontakt! Meine Fresse! Ich habe auch schon mal besser geschossen. Wie was? Wo, wann? Oh. Das ist ja ein Ding. Okay, wo sind wir? Ach hier. قلت لك اني مش سامعك بس ايوه كده احسن انا دلوقتي سامعك ايوه كده كويس انا قلت لك okay, also wir sollten entdeckt werden ist jetzt mehr so doof. So, Feierabend mit dir. Rim, wie komme ich am besten zur Corbin? Wissen wir doch schon. Okay. Ja, immer noch keiner. So, schwupp. So, jetzt haben wir wenigstens mal. Ich wollte natürlich nur mal vorführen, was passiert, wenn wir entdeckt werden. Dann ist es sofort vorbei quasi. Ja, hier eigentlich. Soll ich mal? Na ja, komm. Wir wollen ja hier nochmal fertig werden. Wir warten einfach wieder, bis der Fuzzi kommt. Müsste ja gleich soweit sein. Okay, also wenn ich entdeckt bin, ja, dann ist hier Alarm und dann kommen mindestens 3-4 neue Leute und im Kampf, also im Kampfmodus, wenn Alarm geschlagen ist, ist auch nichts mehr mit gerade mal eben überwältigen, haben wir gerade gesehen, weil eigentlich hatte ich den, aber der haut mir dann einfach seinen Gewehrkolben vor das Gesicht und dann war's das. Peng! Und nochmal. Ups. Ups. Ich wollte das Licht eigentlich gar nicht ausmachen. Ich wollte den hier. So. Und dann adäquat verstecken, da die Beine wieder rausgucken. So. Der hat nichts mit dir gekriegt. Inter, Leder. Und unsere Pistole hat definitiv keine Durchschlagskraft. Gut. Also Kampf vermeiden, ja, wie das so üblich ist bei einem Splinter Cell. Oh, hier war einer. Das weiß ich noch. Veränderter Laufweg, aber nichts, womit wir nicht zurecht kämen. So, wir gehen runter, runter, runter. Ja, sonst ist hier keiner mehr. Ist ja klar, ist jetzt auch kein Alarm mehr. Okay. Nix da. Tür oppe. Und wieder zu. Wieso muss das hier eigentlich überall so gottverdammt hell sein?
wieso bleibe ich am Garagentor hängen? Fragen über Fragen. Da ist einer. Da ist einer. Naja, wir bleiben beim Kampf gegen den Terrormodus. Und wenn der da jetzt wieder reingeht, ne? Aber er tut's nicht. Doch jetzt. Komm, wir räumen den lieber mal weg. Auf in die Werkstatt. Blöd. So. So, Feierabend. Okay, okay. Okay, dann halt hier lang. Und hopp. Und wieder runter. Und schwupps. Genau, versteck du dich mal lieber. Ah, Wachhunde. Okay. Ich finde Hunde in Spielen sind... Ich mag die nicht. Okay, Hunde entdecken uns also auch. War ja irgendwie klar. Komm, Mietz. Klar, Hunde kann man ja schießen, aber wenn man bei Battlefield Rattenmesser, dann meldet sich die Peter. Ach, guck mal, den kann ich ja auch. Hier so, hopp. Ich hab Pelzkragen. Steht mir ausgesprochen gut, finde ich. Oh, warte. Ja, hier. Komm. Nein. Wir düngen das Beet. Komm. Komm, Hundi, hilf mir. Bleib. Vorsicht, Sam. Die Polizeistation ist gleich um die Ecke. Mhm. Verstanden. Briggs, Statusbericht. Bin fast da. Habe ein Dach 200 Meter südlich der Polizeistation aufgemacht. Mit Blick auf das Gelände und die Straße. Schaffen uns mal einen Überblick. Hier so. Klar, da ist der Haupteingang. Straße. Mauerdurchbruch. Ein sehr einladender Mauerdurchbruch. Ich glaube, bevor wir hier quer über die Straße rennen, nehme ich lieber den Mauerdurchbruch. So, jetzt ungefähr. So. So, das war knapp. Naja, wir verstecken uns im direkten Sonnenlicht. Da vermutet uns keiner. So, Nachtsichtgerät an, damit wir blind sind. Ja, lieber nicht. Wo ist denn eigentlich die... Nee, halt. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wie ich die verdammte Kamera schmeiß. So wahrscheinlich. Nee. Es war keine Kamera, okay. Knapp. Wie er halt so aggressiv rumbrüllt. Wo ist der Hund? Schmeiß mal da hinten einen hin. Hopp.
ist der Hundi. Jetzt aber schnell, der Hund kommt wieder. Und schwupp. Elegant wie eine Katze. Sam, wie lautet dein Status? Ich bin drin und überprüfe, ob ich verfolgt wurde. Eine Ahnung, wo Covent sein könnte? Vermutlich im gesicherten Verhörraum. Oberste Etage, Südseite. Briggs, abrücken. Hol den Transporter und komm zur Abholzone. Verstanden. Ich gehe rein. Gut. Und Tür auf. Also ich würde behaupten, Coben ist da, wo die Schreie herkommen. Hört sich mal so an. Ja, ich behaupte das jetzt einfach mal. Tollkühn. Komm mal gucken, hier hat einer die Tür offen gelassen. Ja, komm, noch ein Stück. Ich hab was gesehen. Alarmiert die anderen. Dann halt so. Und schwupp. Ich habe keine Ahnung, was er will. Und bevor die gleich die Leiche finden, aber das so und so, da ist der Drops auch schon wieder gelutscht. So. Wenn Sie sich in der Polizeistation eingerichtet haben, haben Sie auch Computer. Wenn du einen findest, schließ dein Offset an und besorg uns Daten. Ja, stimmt. Ich habe ganz vergessen, dass ich hier sonst überhaupt nichts zu tun habe. Ein Laptop. Ich gehe wieder mit meinen Ultra-Computer-Skills. Tiki-Taki-Tuki. Charlie, kaputt. Ich habe einen Laptop gefunden. So machen wir das hier. Ich verbinde ihn mit meinem Offset. Sieht aus, als hätte ich Zugriff auf die Finanzen der Milizen. Okay, also da wird wohl... Nicht bewegen. Aber hier geht nicht. Ja, ungemütliches Zimmer. Naja. Du blöder Penner. Ah, okay.
Gut, zum letzten Mal. Wieso rannst du zu den Amerikanern? Ich hab dir doch schon gesagt, das hat nichts mit euch zu tun. Ich schwör's. Du sagst also, dass wir zu unwichtig sind, um verraten zu werden. Ist das richtig? Nein, das sag ich überhaupt nicht. Nein, nein. Ich wollte sagen... Jolo. Du redest zu viel. Ich dachte, ihr wollt, dass ich rede. Nicht denken. Ist nicht gut für dich. Okay. Fuck. Na gut, ich hab alles verraten. Ich habe Cobain gefunden. Lebt er noch? Ja, noch. So machen wir das. Oh, Scheiße! Mist, was und, geht denn hier? Hopp. Hilf mir! Danke, danke. Kein Problem. Wer schickt dich? Die CIA? Deine Mutter schickt dich. Das soll wohl ein verschissener Witz sein! Wenn du wegen der Sache in DC hier bist. Halt's Maul. Nein, nicht! Willst du mich retten? Ich will nur dein Wissen retten. Sitz. Sam, es gibt Ärger. Dein örtlicher Fanclub bewegt sich auf dich zu. Paket gesichert. Briggs, wie sieht's bei dir aus? Nähere mich mit dem Van. Der ist echt hier, um mich zu retten. Ja. Bewegung. Na los. Au! Vorwärts. Okay. Pass auf mich auf, Mann. Alles klar. Also wir haben Cobain befreit, wie wir sehen, und ob ich will oder nicht, hier ist jetzt nichts mehr mit verdeckt. So. Aber macht auch nichts. So. Soll das ein Witz sein? Ich hab nicht mal Schuhe an. Halt die Klappe und spring. Zum Henker! Halt fest! Was? Wieso? Tu es! Oh, 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 heilige Scheiße! Briggs, wir kommen jetzt zu dir. Ja, gut. Cobain ist eingesackt. Meine Maus ist weg. Ah, da ist sie wieder. Alles in allem würde ich sagen, eine erfolgreiche Mission. Bis auf das eine Mal, wo wir entdeckt wurden. Aber das war ja auch quasi nur zu Vorführungszwecken. Also entdeckt werden ist mehr so eine dumme Idee. Das hier ja noch schlimmer als bei Hitman. Bei Hitman, da konnte man ja wenigstens noch eine, aber hier ist ja, da ist ja, die Pistole, die hat ja Durchschlagskraft wie ja, so ein Papierblasrohr. Ja, komm, überspringen. Ja, yay, wir haben Geld verdient. Haben wir mit einem Auftrag mehr Geld verdient, als wir vom Staat überhaupt bekommen haben. Verdammt, ist das wirklich nötig? Ja, ist es. Rede. Okay. Vor etwa 6 Wochen hat sich ein Kunde gemeldet. Er wollte Handfeuerwaffen, Katyushas, verdammte Raketenwerfer, alles halt. Er war bereit, eine Menge zu zahlen. Ordentlich. Es war ein gutes Geschäft. Zu gut.
Du warst der Waffenlieferant für Blacklist Zero? Ich beliefere eine ganze Menge Leute, okay? Und für gewöhnlich sprengen die auch keine US-Basen. Wer war's? Alles, was ich weiß, ist, dass sie über den Angriff auf die Wiener Botschaft gesprochen haben, als wären sie stolz drauf. Hunderte Unschuldige starben bei dieser Attacke. Scheiße, genau das meine ich ja. Dieser Kerl ist ein Monster, ein verkackter Irrer, okay? Und dem ist alles scheißegal. Autsch. Stressige Woche. Hab ich recht? Der Alte hier. Au. Was? Verdammt, wer ist der Clown? Du hast dich gestellt, um dich zu schützen. Damit ihr Idioten mich nicht wegen Guam umlegt. Briggs, sei so nett und verstau unsere neue Ladung. Mit Vergnügen. Was meinst du damit? Brim, versuch mit Charlie so viel wie möglich über Cobins geheimnisvollen Kunden rauszubekommen. Wir werden auf die Jagd gehen. Yeah. Ja, Versteck abgeschlossen. Rebellenstützpunkt, okay. Ja, also Cobin ist eingesackt. Mission war erfolgreich. Einmal wurden wir entdeckt, sind auch instant gestorben. Ja. Wie gesagt, hier entdeckt werden ist mehr so doof. Man kann zwar die Ausrüstung anpassen auf mehr Panzerung und so weiter, dann kann man tatsächlich hier den Rambo spielen. Aber ich denke, das ist hier nicht Sinn des Ganzen. Also zumindest habe ich Splinter Cell jetzt noch nie so als Shooter verstanden. Und von daher versuchen wir weiter geistig und panthermäßig durch die Level zu kommen. So alles in allem würde ich sagen, eine Mission abgeschlossen. Eine gute Gelegenheit, die Folge zu beenden, und von daher hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, und bis dahin sage ich tschüss.